Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Lego City Undercover. Es tut mir wahnsinnig leid, wenn ich mich ein bisschen komisch anhöre. Ich bin gerade erst aufgestanden und wir haben 3:30 Uhr nachmittags. Ja gut, liegt an der Nachtschicht. Gut. Yep. Ist so normaler Tagesablauf bei mir. So, ich bin jetzt hier unten, weil wir haben im letzten Part ja ein paar geile rote Steine bekommen. Und, oder was heißt im letzten Part? In den letzten Parts. Und ich habe mir gedacht, wir machen heute, bevor wir die eigentliche Folge machen, eine kurze kleine Shopping-Tour hier. Und so weiter. Kauf mal hier, guck mal hier, haben wir einen. Den Foundation. Ja, schön. Darf ich mir jetzt auch einen anderen Wagen kaufen? Ah, jetzt darf ich switchen. Gut, dankeschön. So, sonst noch was? Ich wollte gar... So, hier haben wir noch. AC, so, dann haben wir noch den Wagen von... Vom guten Alden Blackwell. Ich meine, das seht ihr jetzt nicht. Das tut mir ja leid, aber... Kann ich leider nichts dafür machen. Oh, ich muss mich kurz anders hinsetzen. Aber gut, die Autos interessieren ja eh jetzt noch nicht so wahnsinnig. Interessant wird es dann erst, wenn wir dann die roten Steine holen. So, den Iron Bag. Dann den Scout. Und dann noch ein Motorrad. Den Buzzer. Und das war's auch schon. Ja. Oh Gott. So, dann noch kurz schnell Kostüme. Moin Elli, was geht so? So, Einwohner. Haben wir hier die Natalia. Du kannst als Natalia verkleiden. Oder den Mike, Northeast. Aha, den Nordosten also. Alles klar. So, Polizist. Ranger Barber. Ja, so ein, nee, das wollen wir nicht sein. Kann ich euch jetzt schon sagen. Wollen wir ein Clown-Bankräuber sein? Nee, ich denke nicht, oder? Oh, wir können Winnie sein! Oh, da hätte ich jetzt Bock drauf, okay. Okay, das machen wir. Das machen wir. Da bin ich für. So, fahren wir bei der Bob. Oh, und als Feuerwehrmann können wir den Delgado sein. Ja, stimmt ja, den Ramon Lopez. Da bin ich auch für. Das machen wir gleich. So, dann machen wir noch Patrick Wenham. Ah, die sehen eh alle gleich aus, die Bauarbeiter. Den Abschleppwagenfahrer, ne, den wollen wir jetzt nicht sein. Spezial kann ganz lustig sein, aber da ist bis jetzt auch noch nichts bei. Hallo, ich würde den da unten gerne frei. Den da unten! Dankeschön. Den Vampir! So, und das... Ah, ne, hier sind noch Dienstleister. Dienstleister war auch noch ein. Manchmal will das Gamepad hier nicht so, wie ich das will. Den Tankstellenbesitzer, der uns Eiscreme mit Hotdog angeboten hat, glaube ich. So. Bevor wir jetzt oben die roten Steine holen, möchte ich mich kurz mal umziehen. So, Leute. Jetzt passt mal auf. Hoch. Das ist der Bergarbeiter. Ich will den Feuerwehrmann. Oh, das wird super. Oh, nice. Ja gut, mehr gibt's jetzt nicht, was irgendwie interessant wäre. So, passt mal auf, Leute. Ich bin der Winnie. Oh, geil. Und wieder die ganze Zeit auch so mit den Händen steht, ey. Ist das göttlich. Und? Der Ramon. Der olle Ramon. Oh, ist das super. Ist das super. Da bin ich voll für. Das sieht super aus. Was haben wir denn hier? Mein Handy hat gespielt. Oh, ein goldener Stein. Nice. So, jetzt gehen wir erstmal hoch. Oh, irgendwas habe ich im Hals, ey. So, wir holen jetzt erstmal die roten Steine. Danach gucken wir uns mal das links an. Ramon. Dankeschön. So, die werden bestimmt auch teuer. Ein Klingelton interessiert mich nicht, aber kaufen wir. Rote, Stats mal 6, 600.000. Oh, das ist viel. Alter. So, extra Herzen 10.000, extra Herzen interessieren mich aber auch nicht.
Kostüme, 20.000 Kostüme interessieren mich aber auch nicht. Aber gut. So, dann machen wir erstmal alles an, weil das habe ich nämlich extra nicht gemacht. Zack, zack, zack. Jetzt wird übel. Super, Farbwaffe auch noch ein. So. Fortsetzen. Dankeschön. So. Aua. Das hier können wir reparieren. Was passiert dann? Wir kommen nach links und da kann man goldene Steine kaufen. Und das sind keine extra Steine, sondern das sind offizielle Steine. Das heißt, die musst du holen. Ja, wollen wir mal gucken. Weil die waren teuer. Genau, die haben bei 100.000 angefangen. Ich kaufe jetzt mal. Ich kaufe die jetzt mal in der Reihenfolge. Die haben bei 100.000 angefangen und steigern sich immer um 100.000. Wir haben jetzt bei 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, 800.000 und mehr kann ich mir nicht leisten. Wir haben jetzt die Hälfte. Das heißt, es geht bis 1,6 Millionen. Gut. Ich darf da nicht runterspringen. Okay. So, das heißt, wir können jetzt wieder gehen. Und uns um die richtige Mission kümmern. Ich mache das schon seit Monaten. Wir müssen nämlich zur Sternwarte. Gut. Muss sagen, war doch mal ein ganz lustiger kleiner Ausflug. Ja. Vor allem jetzt, wo mir Stats mal... Was, wie viel habe ich gesagt? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe aber jetzt auch keinen Bock zu rechnen. Werden wir jetzt gleich mit Stats überhäuft. Da haben wir schnell die 1,6 Millionen wieder zusammen. Oder wie viel wir auch immer brauchen. Wir brauchen ja mehr, weil der letzte Stein kostet die 1,6 Millionen. Der davor 1,5, 1,4. Der letzte, den ich gekauft habe, war 800.000. Ach du Scheiße. Viel zu viel rechnen. Das sind auf jeden Fall mehr als 10 Mille. Mehr als 10 Mille. Brauchen wir. Aber ich schätze mal, die haben wir schnell zusammen. Boah, es hat eine lange Ladezeit. Leckt mich am Arsch. Holy shit. Eben als ich hier in das Polizeipräsidium reingelaufen bin, da war die Ladezeit mega kurz. Aber beim Rausgehen, ja gut, der muss jetzt die ganze Overworld laden, aber trotzdem. Ist ja krass. So, Vinny. Hä, wo ist mein Auto? Ey, ich hab gar kein Auto. Ist das beschissen? Oh, oh, Vinny, komm mal, da mal was für dich. Mach den gerade mal. Wenn ich den schon mal hier sehe. Stark, Vinny. Hast du gut gemacht. Ich brauche ein Auto. Moin, 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 Kollege, Kollege, Kollege. Bist du schon bei der Sternwarte? Nein, bin ich nicht. Fast. Fast eigentlich auch nicht. So, aber ich glaube tatsächlich, dass die Sternwarte gar nicht so weit weg war. Oder ich bin einfach nur dumm. Das kann auch sein. Aber gut. Ach, der Vinny. Mann, ist er langweilig mit einem Wagen ohne Nitro. Mann, 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 wo ist denn die Sternwarte? Ich dachte, die Sternwarte wäre sogar in Cherry Tree Hills. Also da, wo die Polizeipräsidium steht. Aber irgendwie steht die komplett woanders. Das verwirrt mich natürlich jetzt schon. Aber gut. Das wird sicher teuer. Ja. Hä? Wo zur Hölle steht die Sternwarte? Die muss ja mega weit weg stehen. Holy crap! Okay. Die steht wirklich weit weg, Leute. Okay, ihr habt nichts gesagt. Die steht irgendwo hinter Paradise Dance. Was steht denn an den Cherry Tree Hill da oben? Da ist auch irgendwas zum Hochfahren. Ich dachte, das... Egal. Ich hoffe, denen geht's gut.
Egal, egal. So, Tunnel. Hier im Tunnel könnten wir eigentlich auch schon gefühlt 100% holen, aber... Wie gesagt, dann machen wir alles, sobald wir alles haben, weil wir haben ja noch nicht jede Fähigkeit. Und sobald wir dann jede Fähigkeit haben, dann können wir ruhig alles auf 100% holen und da freue ich mich schon richtig drauf. Also, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass das 100% Sammeln in dem Spiel eigentlich am meisten Spaß macht. Ist einfach so. Das ist einfach so. Das könnt ihr mir glauben. So, hier oben ist die Sternwarte. Mensch, Mensch, Mensch. Hätte ich das mal gewusst. So. Einmal hier rum. So, der Winnie ist da, Kollege. Ist jetzt auch der Winnie in der... Okay. Rex will, dass wir das Teleskop aus der Sternwarte klauen. Ja, Rex interessiert sich für, Astrologie? Ha, ist sicher nicht für Rex, sondern für den alten Herrn, stimmt's? Stimmt. Den alten Herrn? Nun, worauf wartest du? Du hast doch diesen Pressluftbohrer von der Baustelle, oder? Dann benutz ihn! Ach Gott, der Winnie. Der Winnie mit Chase Stimme. Wie witzig wäre das, wenn er auch noch die Stimme imitieren könnte. Dann hätte aber jeder Charakter sprechen müssen, ey. Nochmal alles. Das wäre krass gewesen. So, bitteschön. Sehr gut. Ich fahre den Laster nach hinten. Und jetzt kümmere ich mich um den Kran. Hab ihn wohl etwas deponiert. Halt deine Augen auf. Falls wer kommt, kümmere dich um ihn. Ach nö. Mann, woher wisst ihr das denn jetzt schon? Das macht der, das macht der. Wartet, 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 das macht der Ramon. Der Ramon! Oh yeah. Der Ramon Lopez Delgado. Haut sie alle raus. So, zack. Bam. Er hat auch die Moves. Und ein Schlüssel. Hast wohl trainiert, Jimmy. Auf jeden Fall funktioniert dieses Ding jetzt wieder. Wir müssen das Dach der Sternwarte aufkriegen. Aus dem Vordereingang kriegen wir das Teleskop jedenfalls nicht raus. Ja, dafür habe ich ja gerade den Schlüssel bekommen, mein Freund. So. Na, mein Schlüsselloch. Kümmer dich um den Sicherungskasten. So, dann brauche ich den. Den hier. Aua, der hat mich durch die Wand verletzt. Okay. Das ist natürlich auch super. So, bitteschön. Hey, nicht schlecht, Mann. Jetzt müssen wir nur noch das Teleskop auf den Laster laden und uns schnellstens vom Acker machen. Ich dachte, du machst das. John, in den Kran mit dir. Alles muss ich selber machen. Alles muss ich selber machen. Das gibt's ja nicht. Holy shit. Okay, Chase. Knapp, Jimmy. Natürlich. Hallo? Achso, mit Y. Achso, was ist das so? Nach hinten ausgerichtet. So können wir die Polente schon meilenweit kommen. So, bitteschön. Gut. Und jetzt in den Laster mit dir. Ja, okay. Ja.
Was zur Hölle passiert hier? War das so geplant? Ich glaube nicht, oder? Das war doch nicht geplant, oder? Okay, ich würde einfach mal sagen, wir lassen dazu stehen. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil irgendwie keine Cutscene gab oder sonst irgendwas. Folge Eddie Jojo. Witze. Warum heißt der Eddie Jojo? Hat sich denn den Namen ausgedacht? Warum hat der Laster eigentlich kein Nitro? Ist eigentlich die größte Frage. Ja, natürlich. Wow, der hat mir erstmal direkt ein Herz abgezogen. So, tschüss. Was? Hilf mir doch, Eddie Jojo. Scheiße, Alter, wie gut sind die Bullen? Alter, die Bullen waren noch nie so gut. WTF? Ja, nochmal. Entweder ist der Laster aus Papier und man braucht ihn noch einmal antitschen und dann geht er kaputt. Oder die Bullen haben trainiert. Die haben eiskalt trainiert. So, ich bin mal gespannt, ob jetzt eine richtige Cutscene. Ach, siehste, so hätte das normalerweise aussehen müssen. Oh Gott, was war das denn eben, ey? Komischer Bug, egal. Verliere ihn nicht. Ja, ich habe wichtigere Probleme, als den zu verlieren. So, ich fahre jetzt schon mal weit links, damit mich links schon mal keiner überholen kann. Alles klar. Na, haben wir ein Herz verloren. Egal, stehen aber schon viel besser da als beim letzten Mal. Oh nein, jetzt überholt er mich links. So, wir fahren einmal hier durch. Ist ja vollkommen egal. Oh nein. Als ob. Natürlich. Aber die Bullen kommen nicht hinterher. Die sind einfach weg. Ja gut, dann wird das jetzt ein Stück ein bisschen chillig. Gut, habe ich kein Problem mit. Ja, ihr müsst jetzt alle drehen, Leute. Da unten geht ihr nicht weiter. Tschüss, Taxifahrer. So. Man kann der Eddie Jojo nicht mal ein bisschen langsamer fahren da vorne. Ich komme ja kaum mit. Und ich darf den ja auch nicht verlieren. Ich könnte jetzt hier geradeaus runterfahren, aber ich mache mit dem Laster hier bestimmt keine Stunts. Ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Okay, da rechts. Achtung, Eiswagen. Aber ich bin ja eh der Winnie. Ich bin der Chef. Soll mir Platz machen. Nicht darüber springen. Oh, crap. Gott sei Dank. So. Im Bahnhof-Tunnel. Oh, diese Vibrationen. Ist ja gut. Was macht der denn da vorne? Oder würde ich sagen, Kapitel 13 Geheimnisse. Jo. Was? Ein Spezialauftrag? Oh. Störendes Verhalten? Hä?
Ist das normal, aber ist das normal, dass der Spezialauftrag jetzt kommt? Ja. Alles läuft nach Plan. Hä? Da. Da. Natürlich. Letzte Lieferung. Gerade angekommen. Exzellent. Jetzt brauchen wir nur noch das Passwort für den Apparat des Professors. Ich könnte ihn weichkochen. Nicht nötig. Meine Leute haben endlich das Druckmittel, das wir... Entschuldigung, das ist einfach lustig. Boss, Ihre Webcam ist wieder falsch eingestellt. Was? Sowas Lästiges. Technik. Und Ihre Stimme klingt so komisch. Aha. Ich melde mich wieder. Professor? Damit muss Professor Kowalski gemeint sein. Ohoho, ein Glück, dass ich das mitbekommen habe. Das ist der Truck des Eindringlings. Oh, oh, das war's mit meiner Tarnung. Irgendwo muss er doch stecken. Such ihn. Puh, das war knapp. Ich hasse dich, Fahrstuhl. Wer hasst keine Fahrstühle, Leute? Störendes Verhalten, neuer Spezialauftrag. Den sehen wir aber erst im nächsten Part, Leute. Ich muss jetzt leider den Part hier für heute beenden. Aber im nächsten Part dann der Spezialauftrag. Ich hoffe, ich muss hier irgendwie nichts neu machen. Ich hoffe, das hat jetzt einfach hier gespeichert. Bin mal gespannt. Aber gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, schaltet im nächsten Part wieder ein. Das würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin, tschüss.